Und damit willkommen zu Man of Medan, The Dark Pictures Anthology, meinem Halloween-Projekt. Ja, viele dachten, dass Luigi's Mansion 3 mein Halloween-Projekt wird. Dem ist aber nicht so. Manche wussten ja schon, dass ich dieses Spiel spielen werde. Ich besitze es auch schon lange. Eines der ersten Tage nach Release Date. Ja, es kam vor einem Monat ungefähr raus, am 28. September 2019, und wir zocken es ab heute. Wir spielen es alleine. Man darf es eigentlich nicht alleine spielen, aber wie ihr mich kennt, spiele ich es natürlich alleine und halte mich nicht an die Vorschriften. Nur mal kurz zum Spiel. Dies wird gleich wie ein Film werden für uns. Wir können uns zwar bewegen, aber viele Cutscenes werden dabei sein. Und die Entscheidungen, die wir treffen, werden unseren Spielfluss beeinflussen. Es gibt sogenannte Butterfly-Entscheidungen, die bedeuten, dass diese Entscheidung sehr, sehr wichtig wird. Das ist immer bei den wichtigsten Entscheidungen so. Aber das wird auch dann noch gekennzeichnet. Ich spiele das Ganze am PC-Controller. Und wir starten mit einer neuen Story. Mit dem neuen Platz im... Ja, ersten Platz, ne? Habe ich extra für uns freigehalten hier für Let's Play. Das Ganze spielen mit 1080p, 60 FPS, mit Greenscreen. Und wir starten direkt mit der ersten Szene. Man of Medan. Über die Story weiß ich übrigens nichts, nur über die ersten 15 Minuten. Sind das Säge? Oh nein, 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 nein! Kann ich jetzt schon abbrechen, bitte? Bitte! Ich hasse diese, so eine 1980er Musik. Ach du Scheiße, ne, direkt wieder Gottesanbeter da. Säge sind das oder was? Ach du Scheiße, Alter. Und guck mal, den ganzen Schimmel an der Wand. Passt ja zu mir. Spaß. Oh nein. Ja moin. Laufen! Zum chinesischen Fest. Cool. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey. Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Sensei, wo? Geht ihr denn aus Ninjago? Was erwartet mich, Alter? Markt am Dock, Mandschurei, 21:12 Uhr. Yo, jeben mal. Jo, und dann seht ihr mich jetzt auch direkt. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Was wird aus unserem Sohn? Ich glaube, ich zeig mal nicht meinen Facecam mit so einer Entscheidung. Läuft alles gut für ihn? Und ihr seht auch schon, dass es jetzt hier Entscheidungen gibt. Drachenstein oder Bambusstein? Ich denke, wir wollen doch, dass er kein Bambus wird. Wir möchten, dass er ein richtiger Drache wird. Ein Fisch. Das sieht aus wie ein Fisch. Was hat der denn für Fingernägel, Alter? Deine Reife können aus jeder Richtung kommen. Ach so. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel.
Ich probier's mal. Okay, jetzt zeige ich mal meinen Greenscreen. Dann. Vielleicht so. Ist es, wie ich jetzt rumhub? Warte. Drücke. Ja, moin. Achso, okay. Okay, zum Schlagen. So, geht es noch mit Zeitlimit oder machen wir das einfach nur so? Mal gucken. Oh jo, mit Zeitlimit. Okay, dann müssen wir schnell machen. Okay, komm. Dann muss ich mich jetzt konzentrieren. Vielleicht kann ich jetzt gleich nicht reden. Okay, wir müssen uns ducken. Und nochmal. Ja, das kann ich ja richtig gut, Alter. Nochmal. Jetzt halt's Maul, Alter. Bam. Und runter. Oh, ganz knapp noch. Oh, okay, runter. Oh, shit, Alter. Oh, runter. Und nochmal. Nein, nein, boah. Leute, wir haben es geschafft. Ja, jetzt bin ich hier wohl der Karate-Meister. Da guckst du. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Was soll das heißen jetzt? Warum wird uns das gezeigt? Frachtraum Nummer 2! Was ist das jetzt schon wieder? Jetzt sag nicht, das ist ein Wiedersäge. Alter, was kommt denn hier schon wieder direkt auf uns zu haben in den ersten Minuten? Mit dem Totenkopf raus, oh, okay. Ja, okay, ich bin raus. Ich breche das jetzt per an dir Stelle. Nee, Spaß. Oh nein, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. S01-0820-884-270, okay. Was soll das heißen? Okay, sind auf jeden Fall stark verkettet. Keine Ahnung, was das so jetzt bedeuten soll. Okay, aber es scheint irgendwie entweder giftig oder gefährlich zu sein. Eins von beiden. Eher gefährlich, denke ich. Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey, zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht um! What? Digga! Und du Sturz bescheuert. Die Krankenstation. Schmeiß den anderen ins Loch und lasst ihn da. Was? In welches Loch? Okay. Das wird ja mal wieder richtig geil. Und es fällt ab. Mhm. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und dann noch Unwetter. Ich fass es nicht. Und noch Blitze, ey. Ey, jetzt steigt da irgendwas raus, wetten. Warte, was? Die grad... Alter! Sind wir ein Alien oder was? Okay, ich hoffe, das sind irgendwelche Soldaten, die gestorben sind. Die sollten uns, glaube ich, nicht gefährlich sein. Und da sind wir. Joe heißt er übrigens. Lol, der hat ein richtig blaues Auge, Alter. Was ein Spast. Was? Hat sich angehört, als würden die gestorben sein oder so. 1:36 Uhr Krankenstation, 22. Juni. Wir sind wach. Und legen nun los. Endlich. Was ist das denn? Ein Bild. Ist das er? Oder ist das irgendwie der Schiffsinhaber von hier? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall dieses Spiel schön erkunden können. Und ja, da ist auf jeden Fall die Tür. Kann man schon irgendwie durchgucken oder so? Wetten verschlossen.
Wir kennen sie nicht, ne? Okay, was ist das jetzt hier? Also, hier sind die ganzen Materialien. Was ist das denn jetzt hier? Kühlschrank oder Bandagenschrank? Oh! Ja, moin. Was zum Teufel? Alter, was? Digga, ist der Doktor oder so? Hier, moin, er hat Geld gedroppt oder so. Ich würde sagen, oh, und ein Schlüssel. Natürlich, worauf achte ich als erstes? Nicht auf den Schlüssel, sondern erstmal aufs Geld. Ich bin auch ein richtiger Spasti, Alter. Okay. Was hat er da eigentlich für eine Kette um? Ja, das ist auf jeden Fall der Doc. Sieht man direkt an seiner Spritze und an seinem Laborkittel. Laborkittel. Arztkittel, wie man es auch nennen möchte. So, aber ich glaube, hier gibt es auch nicht mehr, auch wenn es echt ein armes Schiff ist, nach meiner Meinung. Und warum haben wir eigentlich gerade den Feuerlöscher nicht einfach genommen und das Schloss zerstört? Hä? Aber okay, wo ist unser Kumpel? Ist er schon tot? Das wäre ja richtig heftig, Alter. So, ja, nach rechts oder? Also, rechts können wir nicht lang. Ja, okay, da wollte ich jetzt nicht mal rein. Übrigens, wenn die Folgen manchmal ein bisschen länger gehen, weil ich glaube, das ist dann auch viel spannender. Versuche immer so an spannenden Situationen aufzuhören, dann habt ihr immer noch den richtigen Hype auf die nächsten Folgen. Ich versuche immer pro Tag einen zu bringen um 20 Uhr oder 21 Uhr in diesem Zeitraum, damit es auch immer schön horrormäßig ist. Okay, jetzt kommen wir in die Zwischensequenz. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Da ist unser Kumpel doch. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Ja, will ich auch sagen. Bruder, du gehst vor, ich geh hinter dir. Okay, dann halt andersrum, ne? Ganz dir überlassen, Digga. Okay. Alter. Ich bin so ein schreckhaftes Drecksviech. Was, ganz ruhig? Drücke X im Rhythmus mit dem Herzschlag, okay. Warte mal kurz, was soll das heißen? Also, okay. Ach du Scheiße, was? Zack, zack. Boah, jetzt hat's plötzlich geleckt. Alter, das ist der Kranke. Doch auch am Anfang uns verprügelt hat, oder? Oder dem einen oder reingehauen hat. Der ist so krank, Alter. Das ist so bestimmt der Endboss. Okay, aber weiß nicht, allzu schwer. Digga, ist der dumm? Er ist der dümmste Mensch der Welt. Okay, unser Glück. Digga, dieses Türen schlagen, keine Ahnung was. Das riecht mich so auf gerade. Ja. So, gibt's hier jetzt noch was? Jo, hier können wir nochmal reinschauen. Oder? Ah ne, wir können da rangehen. Vielleicht können wir da ja nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Oder wollen wir das überhaupt? Vielleicht gibt es hier auch irgendwo einen Schlüssel oder so. Kann ja auch sein. Ah, warte. Geh weiter. So. Oh. Was war das? Fuck. Digga, jetzt läuft hier noch so ein krankes Kind rum. Was geht, Alter? Jetzt traue ich mir nicht mehr nach Hause zu gehen, Alter. Weil neben diesem Haus, ey, ist direkt ein scheiß Kindergarten. Die schreien, ne? Aber auch da ist zu. Können wir denn eigentlich mit unserem Kumpel labern? Ne, können wir nicht. Okay, sind manche Spinde. Können wir vielleicht da reingucken? Und irgendwie Ausrüstung da rausholen? Weil es sieht ja irgendwie ein bisschen aus wie ein Soldatenschiff. Und hier sehen wir schon dieses Gift. Nein, oh nein, oh nein. Hey, Charlie, hilf mal! Was ist dahinter? Wenn wir zu fragen. Oh, was zum Teufel? Boah, dann müssen wir. Scheiße. Ja, du sagst es. Das wird eine richtig geile Sitzbay. Wartet mal kurz. So, kurz das gucken. Okay.
Alles gut. Gut. Na, warte. Ja, ist gut, komm. Und wir gehen weiter. Ist es eigentlich auf dem Boden Blut oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Verdammt, noch eine Leiche. Noch eine Leiche. Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Was? Den kennen wir? Und guck mal, der hat die gleiche Kette, glaube ich, wie wir um. Alter, guck mal seine Augen an. Was ist mit diesem Typen passiert, bitte? Oh my God. Das wird jetzt richtig heftig noch. Und wir gehen rein. Bootskeller, Alter. Wo gehen wir rein? Oder nennt man es Bootskeller? Keine Ahnung. Unter Deck? Nochmals unter Deck? Ganz unten unter Deck. Keine Ahnung. Wie man es jetzt nennen möchte. Okay. Halte L1, um schneller zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. So, wir gehen einfach jetzt mal hier lang, auch wenn unser Freund da lang gegangen ist. Was gibt's denn hier? Können wir da durchgucken? Ja. Ah, ne. Okay, ich hoffe jetzt nichts kommt da gleich, dann kommt gleich der Scheißkino und schneidet uns den Weg ab. Sonst müssen wir tatsächlich schießen oder treten das kaputt. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Ich bin nicht der Einzige. Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Okay. Einverstanden. Ja. Boah, hier sind ja lauter Militärfahrzeuge. Ah! Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Wer ist dieser Junge? Werden wir ihn finden? Ist er unbesiegbar? Oder was ist überhaupt mit ihm geschehen? Das denn, weil es im nächsten Part von Man of Madden erfahren. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.